So, dann gehe ich mal wieder zurück. Drei Einheiten Gemisch. Und hier ist wenigstens sehr flach. Das ist immer ein gutes Gelände. Wobei ich glaube, die Zuschauer haben da schon gesagt, bei der Folge da, wo ich mich verlaufen habe, dass ich eigentlich gar nicht so weit weg war von meiner Base. Ja, wahrscheinlich bin ich echt die ganze Zeit drumherum gefahren, ne? Ja. Und dass man angeblich sogar das Symbol gesehen hätte, aber ich habe da kein Symbol gesehen, weil das war wahrscheinlich so hinter den Wolken und nur ganz kurz aufgeklöppt, wie das ja so ist. Man sieht das dann in der peripheren Sicht immer nicht so, weil man nicht drauf achtet und dann klöppt es ganz kurz auf und, ne? Dann guckt man nicht hin. Ja, man sieht es als Dritter halt oder als Zweiter, der zuguckt, halt immer besser als man selber. Hat man eindeutig mehr Möglichkeiten, wenn man als Zuschauer guckt, da sieht man mehr. Darum, man konzentriert sich auch anders. Und da kann man vor allem auch immer in der Timeline zurückgucken, um zu überprüfen, ob das, was man da gerade gesehen hat, wirklich das war, was man gerade gesehen hat. Genau. So, ich baue jetzt mal hier das Shuttle. Mein Shuttle das mal. Da auf und ab da hinten. Vielleicht, wenn du mit dem Shuttle fliegst, ist vielleicht natürlich... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ja. Ob das eine gute Idee ist, mit dem Shuttle überhaupt zu fliegen, ohne dass du dabei bist. Das ist so die andere Sache. Ich weiß nicht, was dann passiert, ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist das keine gute Idee, weißt du? Vielleicht passiert dann irgendwas, was nicht passieren soll. Wo soll ich immer hin? Nach Nordosten, ne? Nee, nach Nordwesten. Nordwesten sollst du. Okay, alles klar. Dann bin ich ja immer noch auf der richtigen Spur. Also, ich sag's mal so. Ich bin genau da... Also die Base befindet sich genau da. Du siehst ja, wenn du in den Himmel guckst, oder ich weiß nicht, ob du es siehst von deiner Position aus, das ist ja wie so ein Sternengürtel um uns. Ja. Und der bewegt sich direkt über mich drüber. Also ich bin quasi genau am Äquator, könnte man sagen. Also der bewegt sich genau um mich rum. Und auch die ganzen Himmelskörper, die bewegen sich alle, also auch die Monde und so, die bewegen sich alle über mich drüber. Also ja, das ist schon mal eine Aussage. Genau, das heißt, wenn du da genau dazwischen bist, müsstest du auf jeden Fall irgendwie in die Richtung kommen. Das ist geil, dass man sich da dran orientieren kann. Ich finde das total geil. Bei No Man's Sky ging das zum Beispiel auch nicht, weil die Planeten immer fix waren. Da ist ja nichts ums andere drumherum. So, das war ja voll der Nepp eigentlich. Das stimmt. Da war ja immer alles, ja. Es war ja alles statisch, obwohl es ja angekündigt war von wegen, alles dynamisch hier, voll berechnet. Von wegen. Aber hast du es mal seitdem wieder gespielt mit der, haben jetzt angeblich irgendwelche Basenbau oder so? Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich dem Spiel auch keine Zeit mehr widmen werde, weil selbst wenn sie jetzt Sachen nachliefern und da neue Sachen reinbringen mit Patches, das, was sie sich da an Vertrauen verspielt haben, mit den Versprechungen, die sie nicht eingehalten haben, und diese zwei eine riesige Menge an Sachen, die sie nicht eingehalten haben, das kann man jetzt nicht mit so ein paar Patches so lange Zeit nach Release wieder gut machen. Das ist halt einfach, das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren, so. Also aus meiner Sicht. Also ich bin da nicht bereit, noch weiter Zeit reinzupusten, nach den über 40 Stunden, die ich da fast schon reingeblasen habe. So, jetzt haben wir hier einen Shuttle. Da kann man jetzt Tanks anschließen. Das scheint der Treibstoff dann zu sein. Das ist bestimmt dieses... Ja, Treibstoffkondensator. Ja, genau. Da gibt es ja auch einen Treibstoffkondensator, ne? Irgendwie genau, da gibt es noch andere Komponenten, die man darauf setzen kann, auf jeden Fall. Einsitzer. Es halt nicht, das sieht hier sehr abenteuerlich aus, wie das Shuttle da an der Base dran hängt gerade. ich steck mal das Hydrazin einfach mal spaßenshalber da dran. Boah, das wird direkt leer gesaugt. Krass. Oha. Okay, jetzt ist die Energie auch weg. Ich brauche tatsächlich noch einmal Gemisch. Kann ich da noch was anderes draufsetzen? Ich kann einen Kran auf das Shuttle draufbauen. Ein Kran? Ja, ein Kran. Lol. Wo ist denn ein Kran am Shuttle? Naja, vielleicht, wenn ich ein Fahrzeug mitnehmen will. Okay. Ich würde vielleicht das an den Kran dran dengeln und kann damit dann wegfliegen. Wäre schon witzig, wenn das geht. Ja, auf jeden Fall. Es geht mir langsam hier, die Gemischquellen gehen mir langsam aus. Ich hab noch Gemisch. Ja, du hast Gemisch, aber du bist meilenweit weg. Die ganze Ladung Gemisch. Du musst erstmal herkommen mit deinem Gemisch.
gemischt und zugenäht hier. Alles abgemischt. Abgemischt und frisch verkorkst. Ja, ne? Und frisch, Ober- frisch und Tisch. Oh. So, wo ist Gemisch? Hier gab es bestimmt noch eine Quelle irgendwo. Man muss nur lang genug suchen, dann findet man es. Hm. Das ist der Vorteil bei dem Spiel. Man muss Gemischquelle. Kommt man überall hin. Für ungeduldige Menschen ist das Spiel nicht. Nein, auf keinen Fall. Definitiv nichts für ungeduldige Menschen. Oh, stopp, stopp. Ah, ich hatte schon lange keinen Sturm mehr. Kommt dir die Gegend da denn zumindest irgendwie bekannt vor jetzt mittlerweile schon? Oder? Ach, bekannt vorkommt, als ob hier irgendwas bekannt vorkommt. Ja, dieser ja, Stein, ja bei diesem Stein, da habe ich letztes Mal noch. Ach, das war schön. Weißt du noch, bei dem Stein, ja, wo wir uns versteckt haben, ja, als der Sturm vor dem kam. Sturm, ach toll. Aber ich habe jetzt zumindest diesen Gürtel langsam, ist jetzt bei mir auch so mittig. Ja, darauf. Wenn er direkt über deinem Kopf ist, dann müsstest du bei der Base sein. Oder du bist einfach dann nur auf der anderen Seite vom Planeten, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht nur, einfach nur auf der Höhe. Ja, wahrscheinlich. Gott. Stopp! Bleib stehen, Auto. Nimm mich mit. Wo habe ich denn jetzt das Gemisch abgelegt, verdammt. Ah, das habe ich natürlich mitten reingeschmissen. Wie viel Tank, wie frisst der denn? Also wie viel Tank frisst denn dieses Auto? Also dieses Shuttle? Also ich habe gerade einmal Hydrazin angeschlossen, das hat das sofort leer gesaugt. Also krass. Ich glaube, da braucht man schon ein paar Ladungen, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen lame. Also wenn man da mit einer Tankfüllung jetzt ewig weit fliegen kann, kann ich mir nicht vorstellen. So, ich glaube, ich müsste jetzt vielleicht dann mal probiere, ich werde dann trotzdem mal eine kleine Strecke fliegen und mal gucken, ob das eine Sauerstoffversorgung an Bord hat. Ja. Weil das ist schon wichtig. So, ich bin jetzt, glaube ich, so ziemlich mittig. Ich fahre jetzt einfach mal diesen Gürtel lang. Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann bei dir ankomme. Genau, fahr den Gürtel lang, genau, das ist eine super Idee. Ah! Gott. Also... Gott. Es gibt hier als Landmark einen Berg, der hat eine Kapsel, eine abgestürzte obendrauf, so zwischen zwei Berghuppen. Mhm. Das sieht aus wie ein Zahn, wo so eine Kapsel drauf liegt, fast schon. Okay. Und dann in meinem Rücken gibt es dann nochmal einen Berg, aber wenn du so weit bist, dass du das siehst, müsstest du eigentlich die Base auch schon sehen, tatsächlich. Mhm. Warum nehme ich jetzt eigentlich nicht den Rover hier, um nach, rum. Nach Zeug zu suchen? Oh Gott, weil es gerade extremst laggt. Ja, gerade, ich habe es auch gerade gehabt. Ich spüre es. Weil ich gerade nicht auch fahre, deswegen. Ich kann gerade nicht fahren. Kann ich gerade fahren? Warum kann ich? Was ist passiert? Leckt was ist passiert? Ja, ich bin gerade irgendwie zurückgeglitscht. Jetzt finde ich den Rover nicht mehr. Oh mein Gott, jetzt ist er weg. Nein, wo ist er hin? Scheiße. Na gut, wenn du dann eh stirbst, dann hat sich das, glaube ich, eh erledigt. Oh oh. Frag mich jetzt nur gerade, wo der hin ist. Ist aber nicht schön. Ist er weg. Nee, das ist scheiße, tatsächlich. Wie weit bin ich jetzt zurück oder nur nach vorne geglitscht? Vielleicht hätte ich doch nicht losfahren sollen. Vielleicht war das jetzt der Fehler, weil jetzt zu viel berechnet wurde. Anscheinend sind zwei Fahrzeuge gleichzeitig noch problematisch. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Oh, oh, oh. Da ist er! Nee, das ist was anderes. Verdammt! Oh, oh. Nicht gut. Ich glaub, ja, wie geht's dem Sauerstoff? Dem geht's noch ganz gut. Find ihr unterwegs ja noch ein paar Auffülldinger, Gott sei Dank. Ja, kritisch wird's, wenn die alle sind. Ja. Gott. Oh, bei mir kommt ein Sturm. Scheiße. Oha. Boah, der hat sich überhaupt nicht angekündigt, der Sturm. Voll der Betrug. Schnell rückwärts fahren. Boah, nee, ich glaube, der Rover ist der LKW ist verloren. Ich guck mal, ob er vielleicht zur Base zurückgeglitscht ist. Oh, jetzt hier, das ist jetzt echt hier wie
Rettet mich Rodney, oder wie heißt hier? Im Asianer. Oh Gott, nee. Oh, scheiße. Ich muss, ja. Siehst du diesen Riesenplaneten, mit der so grau-braun ist, der jetzt irgendwie untergeht? Ich sehe gerade nur Stürme um mich rum. Tosen. Ach, schade. Nee, ich sehe, bei mir geht gerade tatsächlich kein einziger Planet unter. Mist. Ist der eher groß oder eher klein? Ja, der ist schon ziemlich nah dran, also der ist recht groß. Das ist der, der am nächsten dran ist. Nee, den sehe ich gerade nicht. Der kommt aber bestimmt gleich bei mir vorbei. Wenn er bei dir hochkommt, und dann ist, weil bei mir ist er gerade runtergegangen. Bei mir ist er auch gerade dunkel. Hm. Ich halte mal Ausschau tatsächlich danach. Ah, da kommt er. Jetzt geht er auf bei mir. Der geht auf bei dir? Ja, der geht bei mir auf. Okay, das da heißt, ich bin auf jeden Fall noch ein Stück. Wenn du mit ihm mitfährst tatsächlich, wenn du mit seiner Bewegung mitfährst, dann müsstest du zu mir kommen eigentlich. Ja, ne? Darum. Das war mein Plan. Läuft, der bewegt sich gegenläufig zu den Sternen im Hintergrund, merkst du es? Der Sternengürtel bewegt sich in die eine und der Planet bewegt sich in die andere. Aber wenn du den jetzt immer noch sehen kannst, dann bist du nicht weit weg, ohne Scheiß. Nee, den Planeten sehe ich nicht mehr. Da stehen nur den Sternengürtel. Aber du bist nicht weit weg, definitiv, würde ich jetzt sagen. Also du musst eigentlich nur den Planeten hinterherfahren. Ich kann ja nicht mehr fahren. Also, oder laufen. Aber warte, ich kann dir entgegenkommen. Nee, oh kann Gott. Ich nicht, scheiße, mein Rover ist zu schlecht. Aber warte, ich versuche jetzt das Raumschiff klar zu machen und dann versuche ich dich abzuholen. Warum hat er eine gute Idee. Keine... Scheiße. Er hat ja kein Solarding, warte mal. Machen wir das mal so. Das sind voll die Profis. Ja, total. Totalen Profis sind wir hier, ey. Oh Mann, ey. Jetzt geht's nämlich los hier. Sauerstoff. Powerstoff mit Sauerstoff. Wird's eng? Na, der erste Tank ist leer. Zweite Tank ist jetzt bei der Hälfte. Aber ich nähere mich einer Höhle und da ist ein bisschen Sauerstoff zum Abbauen. Sehr gut. Okay, eine Kapsel habe ich jetzt. Ich muss jetzt auf der anderen Seite noch bei der Kapsel tatsächlich versuchen, noch eine zweite Kapsel aufzubauen. Noch einen Einsitzer, damit du auch mitfliegen kannst. Weil sonst hast du, glaube ich, keinen Platz. Da könnte nämlich nur ich dann drin fliegen. Das wäre ein bisschen blöd. Gott. Wo ist der Sternengürtel? Da hinten. Da muss ich lang. Bin mal gespannt. Ich schließe mal sicherheitshalber noch ein bisschen Hydrazin an, wer weiß. Nicht, dass ich dann so... Ich weiß nicht, wie lange das halt hält, so. So. Oh, okay, ah nein, stimmt, der ist ja nicht mal zur Hälfte voll. Jetzt sehe ich das erstmal. Da ist ja hier das Violette ist ja die Menge. Das, was du an brauchst, an, damit das Ding voll ist überhaupt. Erstmal, nee, was ich halt habe, so. Oh Gott, scheiße, warte mal, da muss ich erst mal gucken, habe ich noch Hydrazin irgendwo? Na, hast du noch so einen Kondensator oder kannst du so einen Benzinkondensator bauen? Benzinkondensator? Ja, so einen Tankkondensator, so einen Kondensator. Da kannst du das Zeug, dann kannst du alles mögliche, so organisches Zeug reinpacken und der haut dir dann Benzin dazu raus. Ach so, Generator meinst du? Nee, nennt sich direkt Benzin- oder Treibstoffkondensator oder irgendwie so. Wo muss ich denn das bauen, weißt du das? In einer Druckerei, in diesem, was so die Geräte herstellt. 3D-Drucker? Genau, ich glaube schon. Das große Ding halt, das die großen Geräte baut. Ach so, das die Fahrzeuge baut. Nee, schon die großen Geräte. Also nicht die kleinen Geräte an deinem Rucksack, sondern schon die großen Geräte. Ja, also, genau, das ist ja der 3D-Drucker. Genau. Ja, denn da. Aber da kann ich nur Einsitzer, Solarmodul, Lager, Windturbine, Bohrkopf, Batterie, Generator, Habitat, Einsitzer, ja, das war's schon. Dann hast du den noch gar nicht. Das passt ja. Okay, da muss ich wohl Treibstoff farmen jetzt. Jetzt ist bei mir übrigens dieser komische Mond aufgegangen. Jetzt kommt ja irgendwie. Jetzt geht der. Ich glaube, ich gehe in der falsche. Ich bin in der falsche Richtung, glaube ich, gerade laufen. Verdammt. Nein! Du musst mit dem mitlaufen, ne? Ja, scheiße. Also, der geht bei mir bestimmt auch gleich auf. Ich gucke jetzt nochmal. Also bei mir ist er schon aufgegangen. Bei mir ist auch hell mittlerweile schon. Bei dir ist hell. Siehst du, bei mir ist jetzt dunkel. Bei mir wird jetzt Nacht gerade. Wird gerade Nacht? Ja, also jetzt ist gerade Nacht. Okay, aber die Sonne geht bei mir jetzt auch. Ah nein, Sturm, scheiße.
langsam unter. Muss schnell Schutz suchen, Sturm kommt. Obwohl, ich. Jetzt ist ja gut, aber wenn es bei dir Tag und Nacht wird, dann. Bist du wahrscheinlich echt auf der anderen Seite vom Planeten. Du musst halt echt einfach nur einmal rumfahren. Gehen. So, wie gesagt, einfach nur. Also fahren, ja, gehen. Vielleicht echt einfach nur. Ich komm dir entgegen. Ich komm dir entgegen. Ich glaube, das schaffe ich eh nicht. Also, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie was, eine Sauerstoffquelle spontan finde, wird es eh schwierig. Ich sitze halt im Sturm fest gerade. Ich kann hier nicht weg. Oh, da ist Sauerstoff. Ich kann hier nicht weg. Nein! Au! Okay, aber immerhin Sauerstoff. Oh ja, Sauerstoff. Bist du gerade irgendwo runtergefallen? Ja, kurzzeitig, wieso? Weil ich habe den Aufprall gehört bei mir. Nein, Quatsch. Ja, wirklich. Ich habe echt Flatschen gehört, ja. Wie geil ist das denn? Ach, Sauerstoff. Okay. Bin wieder voll. Kann weitergehen. Das habe ich vorhin schon gehört. Da habe ich mich schon gewundert von mir. Hä, was ist das denn für ein Geräusch gewesen? War okay. Doch gar nichts. Und da hattest du nämlich auch irgendwie irr gemacht oder so. Okay. Also hast du irgendwas gesagt, von wegen, das war nicht so gut oder so. Da habe ich mich schon gewundert. Hä, höre ich denn seinen Aufprall bei mir? Das ist ja praktisch. Das ist gut zu wissen, dann weiß ich, wann du stirbst. Toll. So. Also nicht, dass ich das nicht auch so rausfinden würde. Darum. Spätestens, wenn ich wieder da bin. Aber das ist schön, dass man nochmal das Feedback hat vom Spiel, dass der gestorben ist oder schade. So, jetzt geht bei mir dieser Planet wieder unter. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Jetzt geht er bei mir auf. Echt? Ja gut, der ist bei mir noch nicht ganz unten. Das heißt, ich nähere mich an. Ja, also bei mir geht er jetzt gerade auf. Und wenn ich gleich Hydrazin gefunden habe, dann kann ich dir sogar entgegenfliegen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich bleib einfach an dem Planeten dran. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Genau, bleib einfach dran. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war denn hier eigentlich... Hey, Moment mal, mir fällt gerade was auf. Die Pflanze hier, die habe ich doch schon mal abgebaut. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier asynchron, glaube ich. Was stimmt hier nicht? Irgendwas ist hier nicht mehr gespeichert, glaube ich. Irgendwas ist komisch. Oh, mir stockt so gerade ein bisschen. Sauerstoff. Also ich sammle gerade Hydrazin. Ich habe jetzt 3 Ampullen. Das reicht, glaube ich, aber immer noch nicht. Ich brauche noch wenigstens noch eine. Okay, ich komme jetzt zurück zur Base. Und dann baue ich hier... Dann fülle ich den auf, dann betanke ich den. Das Shuttle. Und dann hole ich dich. Dann fliege ich einfach da den Gürtel entlang, den Sterngürtel, und dann müsste ich dich kriegen. Okay, das klingt nach einem Plan. Und dann hast du auch Sauerstoff, weil das Shuttle, habe ich gerade gemerkt, das versorgt tatsächlich. Also das versorgt einen mit Sauerstoff. Das ist wie eine Kapsel. Sehr gut. Ich frage mich nur, wenn man jetzt landet mit dem Shuttle, ne, irgendwo anders, wie macht man denn dann, wie baut man denn dann eine Base? Oder ist das dann die Base dann das Shuttle? Weil irgendwie das ist eine gute Frage. Das nicht so richtig. Weil dann sitzt man ja da quasi fest, man kann ja da nichts machen so. Ja, nee, stimmt, man kann ja gar nichts bauen, ne? Kann ja überhaupt nichts produzieren. Ah nein, aber das ist mit der Performance gerade nicht so einfach, die Nübel zu treffen. Ja, das sehe ich auch so. Okay, so, jetzt habe ich leer. Ich habe es jetzt komplett aufgefüllt. Jetzt habe ich noch einen Reserve-Dings. Okay, dann steige ich mal ein. Oh Gott, das hängt schief jetzt schon. Das hängt jetzt schon schief, das Ding. Ich kann einen Knopf drücken, um zu starten. Ich starte einfach mal. Mach mal. 10, 9, echt? Gibt es einen Countdown? 9, 8. Nee, es gibt keinen Countdown. Nein, ich bin direkt abgehoben. Direkt im Weltraum. Nein! Oh, scheiße. Mich. Warte mal, aber vielleicht sehe ich dich ja irgendwo. Da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich hochfliegen. Ich sehe dich hochfliegen. Ich sehe dich hier. Ja, nicht gleich. Warte mal, wie, was? Ich habe dich gesehen, wie du abgehoben bist. Fahr in die Richtung, wo ich gestartet bin. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dein Symbol da unten. Ich komme. Wie kann ich denn jetzt steuern hier, verdammte Scheiße? Warte mal.